habe es euch ja versprochen, weil sich da das elektrische Gerät gegenüber einem Benziner schlägt. Das weiß man jetzt nicht genau. Darum würde ich sagen, wir bringen das heute raus. Die Unterschiede sind nicht so groß. Da ist ein Messer mit 47 cm verbaut, da ist ein Messer mit 53 cm verbaut. Macht auf jeder Seite 3. Ja, gut, das soll uns da jetzt eigentlich einmal nicht vor dem Vergleich abhalten, weil ich glaube, die Unterschiede sind nicht so groß. Wir werden mit beiden Geräten mulchen. Machen wir es. So, kommen wir jetzt zum Praxistest. Der Rasen ist anständig hoch. Wir werden auf beiden Geräten die gleiche Schnitthöhe und die gleiche Antriebsstufe wählen. Und dann schauen wir mal, wie das geht. Und vor allem, weil der Unterschied bei der Lautstärke ist, der ist nämlich laut Hersteller überraschend gering, der Unterschied. Wie Sie vielleicht am Unterschied gehört haben, hört man quasi nichts. Es ist wohl ein anderer Ton, aber von der Lautstärke nimmt sich das überhaupt nichts. Ja, das Mähergebnis ist jetzt auch identisch, sprich, wir brauchen da einen Härtetest, wir brauchen höheres Gras. Also das, glaube ich, ist für den Härtetest gut geeignet, denn hier ist es wirklich buschig. Ja, da fahren wir jetzt einfach mal zuerst mit dem Elektrischen durch. Wieder kleine Stufe. Ja, ich glaube, man hat es gehört, das war jetzt aber auch wirklich ein Extremtest. Er hat kurz einmal gezuckt. Es ist da schon wirklich hoch. So, schauen wir, was der Benziner damit macht. So, jetzt der Benziner in der gleichen Fahrspur. Schauen wir mal, was der dazu sagt. Ob es denn was ausmacht. Ja, ich glaube, man hat es ganz gut gehört. Also der Benziner ist da nicht so ganz zufrieden damit. Der kommt dann schon auch ans Limit, aber liefert auch ein sauberes Ergebnis. Also ja, wenn das Gras einmal ein wenig höher ist, kriegen beide Modelle hin. Also der Unterschied von Kraft und Lautstärke, puh, es nimmt sich kaum was. Und auch vom Preis ist der Unterschied gar nicht so hoch. Da jetzt einen klaren Favoriten erst zu machen, ist kaum möglich. Es nimmt sich nicht wirklich was von der Leistung, es nimmt sich nicht wirklich was vom Preis. Das Modell mit den Akkus ist natürlich um einiges leichter, weil Kunststoff und hier Eisen. Unterm Strich bleibt es eine Geschmackssache. Ja, einen guten Rat kann man geben. Ich glaube, dass man mit beiden nicht schlecht beraten ist, weil sie eben wirklich gute Mäher sind. Und das war jetzt ein Extrem. Ich meine, das Mulchkit gehört ja eigentlich überhaupt nicht für das hohe Gras. Also für das haben sie sich hervorragend geschlagen und kurz, nur kurz gezuckt. Also passt, haut hin. Ja, was bleibt mir? Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video. Bleibt meine Freunde. Servus.